Immer noch Prototype 2. Wow! Und wir sind hier mitten in Manhattan und in Manhattan sieht es aus wie immer. Hier gibt es absolut nichts Alarm zu sehen. Oh, wir haben den Alarm ausgelöst. Dazwischen war auch noch Alarm. Hui. Ein ganz gewöhnlicher Tag in Manhattan. Man kennt das hier. Jetzt aber die Frage, wo ist Spider-Man? Wo ist Carrie? Für unsere weiblichen Zuschauer. Carrie? Sex in the City. Oder heißt sie nicht Carrie? Ja doch, nee, ich dachte, es ist diesem Horrorfilm, dem gleichnamigen. Okay, it's over there on the table. She's in the red zone. I know that much. Probably at some secret base. She's alive. Always. Always hoped. Come sit down. We need to compare notes. Jetzt will die von uns abschreiben. Don't tell her. Even if we knew where Black Watch was holding Maya, Alex is still out there and he won't stop. The whole city is still in danger. I don't give a rat's ass about your brother anymore. Hey, where are you going? To find my daughter. I'll tear the whole fucking city apart if I have to. Heller, wait. Hold on. Listen to me. Wait. What? Think for a second. Blackwatch and Alex are both trying to fuck up the whole city. If either of them actually does it, it won't matter if you find Amaya. She'd die anyway. So what are you saying? Let me look for Amaya. I can do that. Dealing with Alex and a fuck ton of guys with guns, that's all you. Oder er nimmt seine Tochter mit, läuft aus New York davon und ist fertig. Wäre eine Option. Das ist irgendwie schwierig. Also das Spiel versucht ihn in so eine Heldenrolle zu drängen, aber der das passt, ist ja doch nicht. Der passt da nicht rein. Aber jetzt sah es so mal richtig cool aus, weil die sich ja gerade alle in dem Moment weggedreht haben. Also, Ui, was ist da vorne? Da dampft es aus irgendwie. So much for Mercer's grand plan. Was ich ganz interessant finde, ist diese Trennung zwischen mir als Spieler und der Spielfigur. Also ich habe es ja nicht mitbekommen. Er sagt doch hier in der Zwischensequenz, ja, er habe immer gehofft, dass seine Tochter vielleicht doch noch am Leben genau, ist. Genau, das kriegst du als Spieler nicht mit. Genau, das weiß ich nicht als, Spieler. Also das kann halt, wie gesagt, das hat er ja schon mal mit God of War. Das kann man ja auch irgendwie nutzen, dass man den Spieler von der Spielfigur entfremdet. Ja. Aber hier ist es irgendwie so, Ich glaube, hier ist es handwerklich einfach schwach gemacht. Andererseits, diese Entfremdung ist, glaube ich, auch zum gewissen Grad notwendig, weil wenn ich mich wirklich mit dieser Figur identifizieren sollen würde, würde ich den ja, würde ich das Gamepad ja weglegen wollen, ja, bei der Scheiße, die er macht. Hätte dir gar nicht gedacht, dass wir so philosophisch werden, oder? Heben Sie ein White Light Fass auf. White Light Bräu wird da auch gern getrunken. Den mal schnell kaputt, weil der hat ein DNA drin. Und ich hätte ihn gerne. Ich finde diesen Chaos-Faktor, das kann das Spiel. Ja, da kann man nichts sagen. Also, absolut in Ordnung. Komm her. Ach nö, hab ich den jetzt. Ach, den hast du schon gegrillt. Den kaputt gemacht. Der bewegt sich doch noch. Guck mal. Das Tier ist tot. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Geht ihr hier weg? Brennofen. Hat das versiffte White Light? Nicht das Gute. Na, das ist auf jeden Fall das White Light. Das ist ja alles vergiftet. Ja, vorgesagt, irgendwie 98% sind vergiftet und 2% noch nicht. Na gut, dann sind das aber die, gehört das auf jeden Fall zu den 98%. Hast du übrigens gesehen, er macht auch so einen Schlag.
wenn ich die Waffen nicht draußen habe. Ja, ja. Hab ich was anderes gemacht. Hui! Wie er sich in der Luft immer nicht so ganz entscheiden kann, was er dann jetzt als nächstes machen will. Guck mal, wenn die hier so gefangen sind, dann kann man sie sich auch greifen. Ich mag ja diese Spiele, in denen es so, zu solchen Chaos-Situationen kommen können, wenn verschiedene Fraktionen miteinander aufeinander losgehen. Deshalb mochte ich ja auch das Legendary sehr, was technisch und spielerisch durchaus seine Macken hatte. Übrigens, Leute, Legendary, nicht Legendary oder Legendary, was ich neulich gehört habe. Auch echt? Geil. Ja. Übrigens sogar, ich möchte keine Namen nennen, aber sogar ein alter Hase des deutschen Videospieljournalismus ist nicht in der Lage, das Wort Legendary auszusprechen. Echt? Ja. Okay. Na gut, aber ich will mich da nicht lustig machen, ich spreche auch oft Sachen falsch aus. Und da gibt's ja auch Schlimmeres. Ich habe zum Beispiel bis vor kurzem immer Avengers falsch gesagt. Immer Avengers. Avengers? Ja. Wow. Wie das aussieht. Was war das denn jetzt? Da haben jetzt alle auf mich geworfen, das war aber nicht... Die sprechen sich doch ab, das ist doch hier Kartellmutantismus. Das gibt's ja nicht. Oh. Wie viele sind denn da? Dann ruf doch mal dein Pack oder mach mal jetzt, wenn du noch der Dings bist, diesen Masseangriff. Ich glaube, ich rufe lieber meinen Pack. Die sind auf lange Sicht deine Gang. Das Gute ist, es weiß halt nicht, niemand mehr, wer zu welcher Mannschaft gehört. Hui! Ach, das sind wieder diese Juggernauts. Übrigens, hat er auch in den Kommentaren geschrieben. Das Wort Juggernaut ist ein ganz normaler englischer Begriff. Das ist keine Wortschöpfung, die sich die Modern Warfare-Reihe ausgedacht hat. Ja, klar. Also Dennis hat jemand in den Kommentaren behauptet, das ist doch von Call of Duty geklaut. Und das Wort Juggernaut? Ja. Was? Wenn überhaupt, wäre das von den X-Men geklaut. Aber wie gesagt, das ist ein ganz normaler Begriff. Und Modern Warfare hat sich auch Activision ausgedacht. Modern und Warfare oder so. Beides zusammen, ja. Wahnsinn. Naja. Aber da kann man mal sehen, so eine große Marke, da glauben die Leute, Mensch, naja, das muss ja von denen dann sein. Ja, aber ich glaube, dass da halt natürlich auch viel mit reinspielt, dass die englische Sprache jetzt halt es doch nicht selbstverständlich ist, dass jeder gut sprechen kann und dann eben auch sich schwer tut, zwischen Eigennamen und normalen Vokabeln zu unterscheiden. Da ist sicherlich was dran. So. Jetzt aber mal hier Schluss mit dem Faxen. Faxen dicker. Ach so. Entschuldigen Sie, dürfte ich mal. Der schon mal umgefallen. Nein! Kann man denn eigentlich bei denen nicht anrufen und denen sagen, dass ihr White Light alles scheiße ist? Ja, aber Heller spricht ja nicht mit den Leuten, er isst die immer nur auf. Hast du den Typen gesehen? Oh, ist das fies. Oh, da drüben gibt's nochmal DNA. Oh. Nicht gut. Hui. Das war die völlig falsche Richtung. Wo ist er denn? Ach, da oben an der Decke. Er zielt auch immer irgendwie zu den falschen Sachen. So, jetzt aber. Ah, hatte der ihn jetzt schon erledigt gehabt? Ne, da liegt er noch, da liegt er noch. Der ist noch zum Finishen, ah, liegt sehr er noch gut. Bereit. So, jetzt aber.
Ach, guck mal, sure, da unten rennt auch noch einer von den von denen rum. Die will ich aber ehrlich gesagt gar nicht haben. Rufen Sie Ihr Rudel zur Hilfe? Na, immer. Schwuppdiwupp, da sind die Jungs. Das haben sie ein bisschen geübt, oder? Was? Dieses das Synchro reinspringen? Ja. Also, man kann ja sagen, so dass Heller ein ganz schön gemeingefährlicher Mistkerl ist, aber er hat einen Sinn für Showbusiness. Ja. Hui! 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 Könntest du mal aufhören, das ins Lächerliche zu ziehen? Das ist ein todernstes Computerspiel. Ja. So. Fast zerstört. Wenn das Obelix sieht. Neulich auf dem Geburtstagsfeier haben wir auch zwei Fässer zerstört. Echt? Mhm. Nicht zu sagen, vernichtet. Oh, nein! Upsala. Ach, das darf man nicht rumkugeln, oder? Das scheint hier schon. Wenn das aufgeht, dann... Oh, das ist doch gefahren, gut. Da darf doch niemand Jungs, lass dem ich mal los. Fahren. Wo ist denn das hin? Ich glaube, das ist schon offen. Das purzelt da schon überall rum und alle Leute werden krank. Ja, jetzt aber schnell. Hui. Haust du ab! Ja, das hat aber ernst gemeint. So hat es meine Oma auch mal gesagt, wenn wir in die Küche gekommen sind, irgendwelches Zeug wegnaschen wollten. Ach, guck mal, wir haben ja noch mal diesen Doppelsprung drin. Das geht immer noch. Ich habe zum Beispiel immer, wenn wir Käsekuchen gebacken haben, habe ich dann immer schon dieses Teigzeug genascht. Mhm. Dann kam meine Oma auch immer ab. Haust du ab! Ich will zum Hund. Die haben mich eigentlich meine Verwandten als Kind behandelt. Genauso gut wie jetzt als Erwachsener. Und ich bin ja jetzt auch schon alt. Ja. Du bist ja noch so jung. Sau. Stimmt. Mich müsst ihr noch länger ertragen. So, jetzt aber weg hier. Das Gute ist, die Jungs sind nicht allzu clever. Anstatt einfach bei den Fässern stehen zu bleiben und zu warten, bis ich da eventually mal hinkomme, vertrauen sie drauf, mir durch die Stadt zu folgen. So, Fässer zerstört. Verlassen Sie den Basisbereich. Nichts lieber als das, Kollegen. Und es ist auch schön, wie hier diese eine, es gibt hier für alle Fenster die gleiche Spiegeltextur. Mal gucken. Okay. Das ist dieses große Gebäude, das spiegelt. Schauen wir doch mal hin. Aber der Fairness halber sei erwähnt, das hatte Crysis 2 genau schon so. Ja, also so eine Spiegelungsgeschichten gehen auch für so große Städte eigentlich nicht. Das ist zu rechenaufwendig. Ah, aber wir hauen noch zu, na, danke auch. Oh, Moment mal, die wissen aber irgendwie was. Die wissen was, was ich nicht weiß. Die wissen, dass dein Interface nicht mehr da ist. Heller ist aufgestiegen. Ja, hör mal. Aber mitten in der Luft. So, was können wir denn gebrauchen? Oh, jetzt können wir auch Hubschrauber mit einem Schlag zerstören. Boah. Aber ich wäre für etwas mehr Gesundheit. Ja, dann dauert das auch länger, das Elend. Entschuldigung. Sorry. Oh mein Gott, was hat er da? Mit wem redet er da? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Na Jungs, ja, geht mal lieber weg hier, ne? Oh, Handystrahlung ist gefährlich. Dana. Dana. Tell her, it's Sabrina Galloway. I need to talk to you about Project Firehawk. You know what that is? Sounds familiar. Remind me why I care. Kannst du vom Dach schubsen? Send me the coordinates. Nicht auflegen! Nein! Ja. Das ist auch ein Film. Nicht auflegen. Stimmt. Spielt er auch in New York, oder? Ja, es ist, glaube ich, war genau so wie gerade eben. Da geht es auch um so einen Typen, der auf dem Dach steht und dann kommen so Mutanten mit Messer. Große Komödie. Und hier fliegt die Wissenschaftlerin durch die Stadt. Also die Sabrina Galloway hat sich wieder gemeldet. Das war die von vorhin. Also das nicht die, Dana, sondern die... Genau. Die also Dana hatte angerufen. Oder? Dass die Galloway sich gemeldet hat.
Nee, ich glaube, die ist ins Gespräch uns reingerutscht, mehr oder weniger. Ich hab nebenbei mal schnell hier die... Springen wir noch nicht auf die Markierung, weil die Folge ist aus. Wenn du da jetzt drauf gehst, dann... Das wäre tragisch. Also, bis gleich. Ciao.